Gut, bei Minecraft habe ich vorhin auch viel geschafft in der Aufnahme, muss ich sagen. Also das, ich habe mit der Kuppel begonnen. Also die Glaskuppel unter Wasser. Ich habe die ersten zwei Kreise gezogen. Also das sieht jetzt schon nach was aus. So, jetzt habe ich natürlich noch ein bisschen Geld dabei. Das ist ja nun auch dann egal. So, machen wir das mal eben hier noch mit ihm hier weg. Das geht einfacher gerade. Vor allem gegen die Geschosse der Imps ist das hier ganz praktisch mit dem schnellen Schwert. So, 299 von 400. Fehlen uns knappe 101 HP. Die werden wir sicherlich aber auch noch gleich wieder zusammen haben, hoffe ich mal. Nehmen wir mal ihn hier wieder. Ich weiß gar nicht, wie ich gleich die Lasern wieder ausweichen soll. Das ist ja wieder Wahnsinn. Haben wir irgendwas, was wir gleich noch... Das ist ja hier. Der wollte ja wohl gleich auf die Schnauze kriegen hier. Magische Rakete. 25 magischer Schaden. Das ist natürlich alles schön und gut. Axt macht, Hammer macht. Egal. Ich hatte doch noch... meine Feuerblume, die habe ich doch, da habe ich die Feuerblume, die werde ich mal gegen den hier austauschen und den werde ich mal dorthin legen und dann sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. Das mache ich andersrum. Ich mache das mal so rum, dann habe ich hinten die Geschosse, lange Reichweite, mittlere Reichweite, kurze Reichweite und dann vorne unser Hauptgeschütz. Das sieht schon mal ganz gut aus so. So, ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt hier noch rüberlaufen werden. Und dann gucken wir gleich mal, dass wir hier irgendwo gleich die Puppe loswerden können hier. Nicht, dass ich hier gleich schon irgendwo runterfalle oder so. Das wäre mal ganz doof. Machen wir uns erstmal ein bisschen Licht hier. Ach, hier sind wir erst. Gut, dann setze ich jetzt nochmal den Bergmannshelm kurz wieder auf. Bergmannshelm aufsetzen bitte. So rum. So, jetzt haben wir erstmal wieder Licht, bis wir hinten sind. So lange werden wir damit erstmal jetzt weitermachen. Die HP regenerieren sich auch schon wieder recht schön. Oh, zwei Schlach und sonst Schleim ist weg. Das ist schon mal echt nicht schlecht. Aber ich wollte mal gucken, ob die anfangen zu brennen. Ja gut, bei Feuerslimes denke ich nicht, dass denen Feuer überhaupt so viel ausmacht. Der auch nicht. Das ist ja auch ein Feuerimp. Der wird auch brennen. Was ich glaube, die Viecher hier unten, die brennen so allgemein ganz schlecht. Naja, rennen wir erstmal weiter bis zum Ende und dann gucken wir mal, dass wir die Fledermaus hier erstmal wegkriegen, so. Und dann gucken wir mal gleich, dass wir hier die Wall of Flesh vielleicht nochmal behaken, so ein bisschen. Was gar nicht die Panzerung, was die jetzt genau aussagt und wie viele Punkte Schaden die jetzt eigentlich... mit der Panzerungsstufe, die wir haben, den Schaden runterdreht. Das wäre ja auch nochmal ganz interessant zu wissen. Dass man sich so ausrechnen kann, ich brauche für die Wall of Flesh die und die Rüstung und dann kriege ich so und so viel weniger Schaden und das ist der Maximalschaden, den die anrichten kann pro Sekunde und ja, das wäre vielleicht nochmal ganz interessant zu wissen. Wir haben das Feuerschwert jetzt dabei, ich weiß nicht, ob ich es gleich einsetzen werde, aber das muss ich dann gleich mal sehen, wenn es soweit ist. Ja, ja. Kommen wir erstmal hier hinten wieder zum Ende. Was war denn hier noch drin? Ach, gar nichts. Okay. Ah, da falle ich jedes Mal drauf rein. Spalte dir den Schädel, du Mistvieh. Komm her. So. Erstmal wieder bis ganz zum Ende laufen. Wo kommen die denn jetzt her? War da hinten? Den muss ich erstmal vernichten da hinten jetzt. Wo ist er denn? Hallo? Wo ist er? Weg ist er. So, jetzt haben wir natürlich schon wieder ordentlich was an
Punkten gerade gelassen. Jetzt werden wir ihn nochmal nachcasten hier. Das Feuerschwert ist schon. Hast du dir jetzt so gedacht, oder was? Wie ein Rückstoß hat das Scheißding hier, muss ich sagen. Also das ist schon echt gewaltig. 231. Naja, das könnte auch besser werden. Jetzt müssen wir erstmal den Viehern hier so ein bisschen ausweichen, was jetzt hier noch so ankommt. Da kommt eine Feuerfledermaus. Ich sehe da schon kommen. Ich habe hier gleich wieder keine HP und kann nichts nachladen und stehe im Dunkeln und ja, ne? Kennt ihr. Machen die jetzt hier? Feuerblume, 44 magischer Schaden. Naja, das ist schon. So, 167, das könnte auch mal ein bisschen schneller nachladen, das wäre auch ganz schön. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Dafür muss ich erstmal wieder hier an die vordere Reihe und dann nur das Ganze so. Scheiß Mäuler hier immer, die nerven echt. Ach, ich wollte ja den Helm aufgesetzt haben, da war ja was. Das macht schon wesentlich mehr, wesentlich weniger Schaden hier gerade. Lock, lock. Nebenbei mal um die anderen Viecher kümmern, die hier so ankommen. Und wir versuchen die Augen zu treffen, das ist auch ziemlich wichtig. Trent ist eingetroffen. Hier, geh weg. Unten ist das Auge. Jetzt müsste das andere geradeaus hier irgendwo sein. Das hat jetzt nicht so viel gebracht, wie ich gerade gehofft hatte. Alles an Viehzeug rumkraucht, das ist ja fürchterlich. Boah, boah. Da unten muss das Auge jetzt einfach sein. Jawohl, da ist es. Dann mal öfter mal wieder auf die 5 wechseln, damit wir hier. Oh, da sind HP für mich. Die können wir auch schon wieder einsetzen. Da sind gar nicht mehr so viele mehr. Ah, verdammt! Ich hatte ihn schon ziemlich weit runter, also die Hälfte HP hatte das Ding nur noch und nur noch eine von diesen scheißen Mäulern
Also das lief schon mal gar nicht so schlecht. Das, denke ich, werden wir nächstes Mal dann noch wieder probieren. Vielleicht haben wir danach dann ja schon den 1. Oktober rum oder so. Dann sollte ja Terraria abgedatet sein. Und ja, dann möchte ich bis dahin erstmal wieder ein kleines Päuschen einlegen, denke ich. Und werde hier noch fix einkaufen, sonst vergesse ich das hier bis nächstes Mal. Hey, bleib mal stehen, hier Markier, genau. Geschäft. Da haben wir's. Geben wir mal nochmal wieder ein paar hundert Mumpeln. Erstmal wieder aufmunitionieren. Zack, da waren die ersten. Erstes Stack voll. Da kommt der nächste Stack. So, und dann können wir jetzt noch ein bisschen was machen. Voller Stack wird es nicht mehr werden. 84. Na gut, dann sage ich jetzt bis zum nächsten Mal, denke ich dann. Und ich hoffe, ihr guckt auch weiter meine grottenschlechten Videos hier an. Na gut, bis dann. Tschüss. Ja, hallo Leute. Es ist was Wunderbares passiert. Und zwar Terraria, das 1.2 Update ist endlich draußen. Und wie man sieht, wir haben eine Karte. Wir haben eine Karte. Wir haben eine Karte. Und ich glaube, die erweitert sich jetzt sogar mit der Zeit. Oh, ist das geil. Ist das klasse. Ich bin so begeistert. Ja, mal gucken, was hier sonst noch so dazu gekommen ist. Was ist das denn hier? Das ist keine Ahnung. Ach, damit kann man zoomen. Das ist ja lustig. Das ist ja extrem klasse. Das gefällt mir richtig. So, jetzt muss ich mal einmal hier gucken, dass mein Mikro wieder will. So. Ja, wir haben eine Karte, muss ich sagen. Und das gefällt mir echt gut. Wir haben so ein bisschen was an Krams. Die Lichtkugel sieht jetzt anders aus. Die Lichtkugel sieht jetzt richtig anders aus, okay. Was haben wir hier sonst noch, was anders aussieht? Wir haben scheinbar eine Reihe mehr für Kram, wenn ich das richtig sehe. Sternwut sieht anders aus. Eieiei. Und wir haben neue Musik, anscheinend. Was ist hier noch so? Okay, sieht alles gut aus. Ja, mal gucken, was... Oh, das Ding sieht auch anders aus hier. Können wir doch irgendwas herstellen jetzt. Obsidian Ziegel, Obsidian Schädel, Höllenstein, Barren... Ja, die Esse sieht komplett anders aus. Sehe ich. Gefällt mir gut. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal runter und wollen dann mal gucken. Ja, die Lichtkugel ist leider immer noch so lahmarschig, wie sie vorher schon war. Feuriges Großschwert. Ist das größer geworden? Ach ne, das ist... Okay, aber er macht jetzt kein Licht mehr, wie es scheint. Jedenfalls nicht allzu viel. Das hier macht schon mehr Licht. Okay, dann setzen wir nochmal eben den Bergmannshelm eben auf. Damit wir hier wieder ein bisschen Licht haben. Oh, der Hintergrund hat sich so ein bisschen geändert. Es sieht schon echt schick aus hier, was sie jetzt mit Terraria gemacht haben. Die Fackeln sehen anders aus. Mal gucken, was die Gegner gleich so sagen, wie die da so aussehen. Ickeldorn, ne? Der sieht immer noch gleich aus. Die sehen auch noch gleich aus. Der Wasserbolzen sieht anders aus. Der ist irgendwie schlanker geworden. Schick, schick. Oh, hier unten. Pilzbiom sieht auch etwas anders aus. Schießen wir mal nochmal ein paar Sachen da unten weg hier. Sehen wir uns erstmal um, was dann so passiert ist. Das mit der Karte finde ich übrigens echt klasse hier. Das ist wahnsinnig praktisch. Jetzt kann man endlich mal sehen, wie weit man hier noch runter muss. Vor allem, wie tief das ist. Leute, seht ihr das? Eieieiei, das ist ja richtig tief. Ach, damit können wir jetzt zu uns hinzoomen. Wie mir scheint. Angleichen irgendwie. Die Lava hat sich nicht großartig verändert. Ich meine, was soll auch? Hier sieht es ein bisschen anders aus nebenbei noch. Ja, ist schon alles sehr schick. Hier in der Ecke passt die Map doch echt gut hin. Also, vor allem, wie viel haben wir jetzt noch von der Lichtkugel hier über? Da pfeift mich mein Tab schon wieder an. Warum auch immer.